Jo, servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Bildvorstellungsvideo von mir. Heute geht es, wie man sieht, um die Scimitar. Das ikonische Schiff aus Star Trek 10 Nemesis, wo es der Endgegner der Enterprise E quasi war. Genau mit dem gleichen Skin ausgestattet, denn es ist die K5 Scimitar. Keine K6, sondern eine K5 Scimitar. Ebenfalls mit dem gleichen Skin ausgestattet wie die Scimitar aus dem Film. Da wir alle Star Trek Online kennen, wissen wir auch, dass nicht immer alles genauso ist, wie es in den Filmen oder Serien ist. Bedeutet, wir haben hier nicht so viele Waffen wie in dem Film. Wir haben auch keine Primär- oder Sekundärschilde in dem Sinne, wie auch im Film. Und die Tarnung ist auch nicht so overpowered wie im Film. Die K5 Scimitar oder T5 Scimitar kommt aus dem Zen-Store. Man kann es mit einem T5-Gutschein kaufen. So habe ich es gemacht. Bekam ich geschenkt durch das letztjährige Jubiläum. Oder einfach nur durch Zen. Sie kommt mit einer 5-3er-Bewaffnung. Also relativ taktisch ausgelegt, das Schiff. Und wir haben es auf einem Plasma-Bild gebaut. In der Front habe ich 4 Altamid Plasma Dual Heavy Cannons. Also schwere Altamid Plasma Dual Kanonen. 4 Stück, alle gerollt auf 4x Damage und Crit D Damage. Ich werde wie immer nicht den kompletten Tooltip da jetzt erläutern oder vorlesen. Ich werde nur die wichtigsten Punkte aus dem Bild genauer beleuchten. Solltet ihr noch etwas genaueres wissen wollen oder den Tooltip wissen wollen, könnt ihr ja auf Pause drücken bzw. in den Kommentaren könnt ihr da jederzeit Fragen dazu stellen oder Anmerkungen. Diese Waffen bekommt man entweder aus der Tauschbörse oder der Infinity Box und sind nach dem, was ich bisher erfahren habe und weiß, mitunter die stärksten Plasmawaffen im Spiel, wenn nicht sogar die stärksten. Ergänzt wird die Front durch die verbesserte Piezo-Plasma-Dualkanone, ebenfalls auf 4x Damage und Crit D-Damage gerollt. Diese kommt allerdings aus dem Lucari-Ruf, also eine Rufwaffe. Und wir haben sie im Zweier-Set dabei, denn das Zweier-Set der piezoelektrischen Technologien gibt uns plus 15% Plasma-Waffenschaden. Da wir Plasma-Waffen fliegen, passt das eigentlich ganz genau. Als Deflektor habe ich mich für den Flottendeflektor entschieden aus der Flottenkolonie mit Cold Crit, Critical X, Hull Cap, Critical X mal 2 und Hull Cap. Der Impulsantrieb ist standardmäßig der offensive Triumph-Impulsantrieb aus dem Wettkampfruf. Als Singularitätskern habe ich mich für den Tolianischen Singularitätskern aus dem letzten Tolianer-Event entschieden. Da bekommt man ja ein Tolianer-Set, entweder Warpkern oder Singularitätskern. Beide machen eigentlich relativ dasselbe. Der eine ist halt für Warbirds, der andere für alle anderen Schiffe. Dementsprechend habe ich mir den auch mitgenommen. Den Tolianer-Kern bzw. Singularitätskern holt man auch ganz gerne mit, vor allem wenn man Flächenschaden macht, also sprich EPG, Cannon Scatter Volley, wie wir es hier fliegen, also Kanone Streusalve oder Feuer frei oder Torpedo Spread, also Torpedo großflächig. Denn mit jedem besiegten Gegner werden von ihm Kristalle gespawnt, die wiederum Strahlungsschaden an Gegnern verursachen. Daher ist dieser Warpkern im Moment einer meiner liebsten oder Singularitätskern einer meiner liebsten Kerne. Als nächstes haben wir Tillys ungeprüfter modifizierter Schild. Der kommt aus dem Discovery-Ruf, sollte auf jeden Fall mitgenommen werden, ist ein sehr guter Schild. Wer das Event mit dem Singularitätskern, also dem Tolianer-Kern, nicht gespielt hat, kann auch hier über den Discovery-Ruf einen Singularitätskern noch holen. Neulingen würde ich das am Anfang eh empfehlen, denn dadurch bekommt man einen Zweier-Set-Bonus von 120% Hüllenregeneration, wodurch man länger überlebt. Wer auf mehr Schaden gehen möchte, also nur nach dem Motto, nur ein toter Gegner ist ein guter Gegner, holt sich sowas wie den Tolianischen Singularitätskern oder den Flotten-Singularitätskern. Wer allerdings etwas mehr Hülle haben möchte, etwas mehr Schutz haben möchte, holt sich einfach das Zweier Discovery Set. Am Heck haben wir als nächstes die schwere biomolekulare Plasma-Geschützturm.
auf 3x Damage gerollt und Crit D-Damage. Kommt aus dem 8-4-7-2-Ruf oder Verteidigungskommando Undine genannt. Ist ein starker Plasma-Geschützturm, den man auf jeden Fall mitnehmen kann. Ergänzt wird das Ganze durch das 3er-Alter-Meat-Set. Wir fliegen hier E-Plasma, also bietet sich das doppelt an. Nicht nur wegen dem Klicki, sondern auch, weil es der gleiche Waffenschadenstyp ist. Da haben wir als erstes die Rundstrahlende, ebenfalls auf 3x Damage, Crit D-Damage gerollt. Und der Torpedo, Crit D-Damage und 3x Damage. Ergänzt durch die Konsole, die ebenfalls aus dem Discovery-Ruf ist. Die Konsole sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Die kann man auch einzeln sehr gut gebrauchen, während das 3er-Set insgesamt man nur mitnehmen sollte, wenn man das auch wirklich möchte, denn es schmeckt einfach sehr gut. Warum dies so ist, sieht man im Tooltip bei weiteren Details, denn hat man das 3er-Set dabei, bekommt man 100% Feuerzyklus-Tempo für Waffen für 12 Sekunden. Das bekommt man per Clicky. Den Clicky habe ich hier in einer meiner Leisten verbaut. Dieses Set bekommt man nur aus dem Lobby-Store, deswegen gut überlegen, ob man das braucht, ob man das haben möchte, denn Lobbys sind nicht billig. In den Geräteplätzen haben wir den temporalen Vermittler aus dem Delta-Rekruten, 2 Deuterium-Überschussbatterien. Wie man an Deuterium kommt, habe ich in einem Video bereits erklärt, welches ich natürlich da selbstverständlich mitverlinken werde. Subraum-Feldmodulator ist eigentlich nur ein Platzhalter, den habe ich gar nicht so wegen was Besonderem dabei. Und die verbesserte Batterie-Energieverstärker kommt aus dem FOE, kann man selbst herstellen. Das Schiff besitzt, weil es nur K5X ist und nicht K5X2, besitzt das Schiff eine Universalkonsole und 3 Technikkonsolen. Ich weiß, bei mehr Taktikkonsolen ist die landläufige Meinung, dass man eher die Spire-Konsolen mitnimmt als die Isomac-Konsolen. Ich bin allerdings mittlerweile auch der Meinung, dass man auch bei solchen Schiffen gut und gerne die Isomax einsetzen kann. Deswegen habe ich hier 4 Isomax-Konsolen auf Plasmaschaden drin. Bei den 3 Wissenschaftsslots ergänzt sich das durch die Domino-Konsole. Ja, sie ist für Phaserschaden, aber wir holen Domino grundsätzlich in erster Linie mal nicht wegen Phaserschaden mit, sondern wegen dem Clicky, der ebenfalls hier in der Leiste drin ist. Der Clicky gibt uns nämlich 25% Feuertempo für Energiewaffen, plus 25% alle Schäden, plus 25% Wiederaufladegeschwindigkeit für Brückenoffiziere und so weiter. Der Clicky schmeckt. Bekommt man allerdings nur aus dem Phoenix Store, wenn man einen goldenen Phoenix Token gezogen hat und sich den bajoranischen Interceptor geholt hat. Denn dieses Schiff kommt mit dieser Konsole. Der piezoelektrische Fokussierer, eben bereits mit der Piezo-Dualkanone erwähnt im 2er-Set, kommt aus dem Lucari-Ruf. Und selbst wenn man das 2er-Set nicht direkt mitnimmt, kann man diese Sohle für Plasma- oder Polaron-Schaden sehr gut mitnehmen, da sie unseren Plasma- und Polaron-Schaden erhöht. Aus dem Lobby-Store haben wir dann noch die bioneuralen Infusionskreisläufe, bekommt man nur aus dem Lobby-Store, erhöht Hüllenkapazität, Kontrollexpertise und Crit-Trefferschaden. Bei den Taktikkonsolen haben wir dann als erstes mal die Fekiri-Foltermaschine. Die kommt aus einer Mission, und zwar aus dem Klingonischen Bürgerkrieg Mission Vertrauensvorschuss. Diese Konsole wird gut und gerne bei EPG-LAN mitgenommen, bei Baul-Antiprotonen, aber auch bei Plasma. Bei Plasma steht es im Tooltip auch drin, sie verstärkt unseren Plasmaschaden. Der M6-Computer kommt vom temporalen Escort-Schiff, welches man beim Schiffshändler auf dem Earth Space Dock, auf DS9 oder auf Kronos sich holen kann. Für Dilithium kostet irgendwas zwischen 60.000 und 70.000 veredeltes Dilithium und kann ich nur wärmstens jedem empfehlen. Vor allem Neulingen und wiederkehrenden Spielern kann ich diese Konsole nur empfehlen. Sie erhöht ebenfalls alle Schäden, verringert die Abklingzeit von taktischen Brückenoffizieren, erhöht Feuerzyklustempo und so weiter. Aus dem Discovery-Ruf haben wir dann noch Lorcas angepasste Feuerkontrolle. Eine nette kleine Konsole, die ich auch ganz gerne mitnehme. Erhöht Crit-Treffer-Chance, Einstellung von Waffenenergie und Schilddurchdringung. Dann der taktische Flaggschiff-Computer, den man aus dem Zen-Store bekommt. Und zwar von der Endeavor-Klasse hier. Auch bekannt als Odyssey-Klasse, sprich die neue Enterprise-Schiffsklasse, die
in Star Trek Picard Staffel 3 eingeführt wurde. Er erhöht unseren Energieschaden, aber der Clicky gibt uns ebenfalls Feuerzyklus-Tempo für Energiewaffen. Wir fliegen Energiewaffen, von daher passt das sehr gut. Und es ist teamweit, allerdings da diese Konsole meines Wissens nach nicht stackt, reicht es, wenn einer im Team diese Konsole dabei hat. Also solltet ihr in einem geschlossenen Team fliegen, könnt ihr euch absprechen, wer diese Konsole mitnimmt. Die anderen haben den Platz dann für eine andere Konsole frei. Last but not least haben wir natürlich die Altamid-Konsole noch dabei, die Crit-Treffer-Chance und Genauigkeit erhöht und halt uns unser Altamid-Dreier-Set komplementiert. Da es ein Themenschiff ist, habe ich hier passend die Elite-Skorpion-Jägerstaffeln dabei, die Torpedo-verstärkte Wirkung 1 nutzen, mit Plasma-Torpedowerfer, Plasma-Dualkanon und Plasma-Geschützturm ausgestattet. Diese Elite-Jäger kommen aus der Sternenbasis, der Flottensternbasis, um genau zu sein. Kann man sich die kaufen. Kommen wir nun zu den Raumeigenschaften. Zuerst mal zu den persönlichen Raumeigenschaften. Ich habe hier, obwohl es ein Themenschar ist, jede Menge Infinity-Box-Eigenschaften drin. Liegt daran, dieser Schar war der zweite Schar, den ich erstellt habe auf diesem Account. Und damals habe ich halt noch einiges dafür getan. Bei Themenschars aktuelleren Accounts tue ich da etwas weniger, weil, wie gesagt, Themenschars, da achte ich eher mehr auf die Authentizität als auf DPS. Als erstes haben wir die adaptive Offensive dabei. Sie erhöht Crit-Treffer-Chance und Crit-Treffer-Schaden, kommt aus der Infinity-Box oder der Tauschbörse. Dual-Landeneifer erhöht alle Schäden und Genauigkeit. Ebenfalls Infinity-Box oder Tauschbörse. Fragment von KI-Technologie erhöht Energiewaffenschaden, basierend auf unserer Kontrollexpertise und gibt uns dazu natürlich Kontrollexpertise. Infinity-Box oder Tauschbörse. Geheimdienstattaché verringert die Abklingzeit von Captains-Fertigkeiten, gibt es an der Infinity-Box oder der Tauschbörse. Genauso wie der inspirierende Anführer, der unsere Raumschiffmeisterschaften erhöht. Ebenfalls Infinity-Box oder Tauschbörse. Bäumler-Effekt, wärmstens zu empfehlen für Cooldown-Reduction von Brückenoffiziersfertigkeiten, kommt aus dem Lobby-Store oder der Tauschbörse. Terranische Zielsysteme kommen ebenfalls aus der Infinity-Box oder der Tauschbörse und erhöhen den Crit-Treffer-Schaden. Unkonventionelle Systeme verringern die Abklingzeit von Universalkonsolen. Wir haben ein paar Universalkonsolen dabei. Kommt aus der Infinity-Box oder der Tauschbörse. Flottenkoordinator erhöht unsere Schäden pro Teammitglied, wozu wir ebenfalls als Teammitglied gezählt werden. Den Trade haben wir standardmäßig dabei. Und last but not least, selbstmodulierendes Waffenfeuer gewährt uns Schilddurchdringung, gibt es an der Tauschbörse oder der Infinity Box. Da wir Kanonenstreusalbe fliegen, haben wir bei den Raumschiff-Trades vernichtendes Sperrfeuer dabei. Gibt es derzeit beim Klingonen-Rekruten-Event kostenlos zu erhalten. Ihr müsst dafür einfach nur einen Charakter erstellen, auf KDF-Seite einen Klingonen-Charakter und euch kurz mal mit dem beschäftigen, also ein bisschen mit dem Spielen, damit ihr ihn als Klingonen-Rekrut freischaltet. Über diesen Klingonen-Rekruten erhaltet ihr nämlich kostenlos ein K6 Bird of Prey, also ihr bekommt kostenlos ein K6-Schiff mit diesem Trade. Der Trade-Angriff aus dem Schatten kommt aus dem Zenstor-Schiff der Shran und erhöht Crit-Treffer-Chance und alle Schäden. Notenergie-Waffenzyklus kommt aus der Arbiter, ebenfalls ein Zenstor-Schiff, verringert die Waffenenergiekosten und erhöht Feuerzyklus-Tempo für Energiewaffen. Ruhe vor dem Sturm kommt von der Gemor, einem kardassianischen Schiff, ebenfalls aus dem Zenstor. Der Stolz von Mol Rihan kommt von einem temporalen Jemadar-Schiff, welches ich mir im Zenstor gekauft habe und passt auch in dem Sinne doppelt, erhöht Feuerzyklus-Tempo, aber gibt uns auch Bonus-Plasma-Schaden. Und die kritischen Systeme kommen von dem temporalen Rekruten. Da muss man warten, bis das temporale Event wieder läuft, dann sich ebenfalls dort einen Charakter erstellen und den Trade freispielen. Erhöht Crit-Treffer-Chance und Crit-Treffer-Schaden. Ergänzt dadurch der Raumruf. Tyler's Duality erhöht Crit-Treffer-Chance basierend auf Hüllenkapazität. Fortgeschrittene Zielsysteme gewährt Crit-Treffer-Schaden. Präzision Crit-Treffer-Chance. Chrono-Kondensatoren-Array verringert die Wiederaufladezeit von Brückenoffiziersfertigkeiten. Es ist immer unser Ziel, zu versuchen, in den Global Cooldown zu kommen, wie man es so schön nennt.
Erhöhte Feuerkraft erhöht zusätzlich Waffenschäden. Standardmäßig bei aktivem Raumruf haben wir wie immer Tetrion Refraktionskaskade, Quantensingularitätsmanipulation, biomolekularer Schildgenerator, Anti-Zeitverstrickung und Sensoreninterferenzplattform dabei. Wir fliegen hier mit Romulanern aus der Romulanischen Botschaft, also agentüberragenden Romulanern, allesamt. Und wir haben hier bei den Universalslots einen Techniker, Lieutenant Commander, einen Fähnrich Taktiker, einen Commander Taktik, einen Lieutenant Technik und einen Wissenschaft Lieutenant. Wir haben Notenergie zu Antrieb dabei, denn das Schiff ist etwas schwerfällig und wir wissen Speed gleich Damage. Als Uncon-Trigger haben wir dann noch instabile Warblase dabei. Ich weiß, da gibt es einen besseren, allerdings ist jetzt in diesem Fall die instabile Warblase dabei. Es ist halt wie gesagt nur ein Themenschar, da kann man auch ein Auge zudrücken. Notenergie zu Waffen 3 erhöht unseren Waffenschaden, also Energiewaffenschaden. Chemosit haben wir bei dem taktischen Slot dabei. Verteiltes Anvisieren, fokussierter Angriff, ganz ganz wichtig Angriffsmuster Beta. Und ebenfalls ganz, ganz wichtig, Kanone Streusalve. Bei dem nächsten Techniker vergiss es und gezielte Energiemodulation. Und beim Wissenschaftler Traktorstrahl und Zielsensoren blockieren. Notenergie zu Antrieb 1, gezielte Energiemodulation 1, Angriffsmuster Beta 2, Traktorstrahl 1 und Zielsensoren blockieren 2 erhaltet ihr beim Brückenoffiziershändler, also beim Lehrbuchhändler. Dort bekommt ihr es am günstigsten. Die instabile Warblase und fokussierter Angriff sind Missionsbelohnungen. Also wenn ihr, da gibt es die ein oder andere Mission, die ihr spielen könnt, dann erhaltet ihr, das sieht man aber auch bei den Belohnungen der Mission, diese Fähigkeiten, was man da erhaltet. Das kann man dann, wenn man das einmal gespielt hat, kann man diese Fähigkeiten im F&E auch immer wieder herstellen. Notenergie zu Waffen 3, Chemosit, verteiltes Anvisieren, Kanone Streusalve, vergiss es, kommen aus der Tauschbörse. Die Warblase, Traktorstrahl und Zielsensoren blockieren haben wir als Uncon-Trigger dabei. Uncon-Trigger, wir haben den Trade unkonventionelle Systeme, der wird dadurch getriggert. Also für die Abklingzeit von unseren Universalkonsolen. Um unseren Schaden zu erhöhen, haben wir Notenergie zu Waffen 3. Vergiss es, gezielte Energiemodulation und Kanone Streusalve dabei. Und als Debuff und Waffenverstärkung haben wir Chemosit und als reiner Debuff Angriffsmuster Beta dabei. Bei den Doffs haben wir dann noch einen Crit-Treffer-Schaden-Doff. Blau bekommt man an der Tauschbörse. Zwei für die Crit-Treffer-Chance zu erhöhen mit Energiewaffen bekommt man ebenfalls an der Tauschbörse. Kralt habe ich aus der Infinity-Box mal gezogen. Das Notfall-Con-Hologramm wärmstens zu empfehlen für jeden. Synergiert nämlich mit Notenergie zu Antrieb und Ausweichmanöver, wodurch halt Speed gleich Damage wiederum eine Rolle spielt. Bekommt man aus dem Phoenix Store. Und ein ganz normaler Doff zur Ergänzung ist eigentlich nur ein Lückenfüller, wo die Wiederaufladezeit von Transwarp-Fertigkeiten verringert. Da habe ich im Moment nichts Besseres zur Auswahl. Hier seht ihr noch meine Rotation des Ganzen. Reihe 4 und 5 ist meine Spambar. Reihe 6 ist mein Pre-Buff. Reihe 7 bei Sekunde 1 ausgelöst, sobald der Run beginnt. Und Reihe 8 sind zwei von meinen Uncon-Fähigkeiten separat gelegt. Reihe 1, 2 und 3 wird manuell gezündet. Wir sind Techniker, also haben wir auch wunderbare Reparatur dabei. Und ja, ich weiß, es gibt landläufig immer noch genug, die meinen, als Techniker sollte man ein technisches Schiff fliegen, das wäre am besten. Oder als Techniker sollte man eher auf Tank gehen oder man sollte als Techniker eher Teamaktionen mitmachen, also das Team stärken oder sowas in der Art. Das ist alles Quatsch, stimmt überhaupt nicht und stimmt auch nicht mit der Spielmechanik überein. Die Spielmechanik ist nämlich mittlerweile folgende, dass ein Wissenschaftler genauso gut ein Kreuzer fliegen kann und genauso gut tanken oder nicht tanken kann oder Schaden machen kann wie ein Taktiker oder ein Techniker. Ein Techniker genau das gleiche und ein Taktiker erst recht. Man kann aus jeder Karriere und jedem Schiff
genau das machen, was man machen möchte. Man ist in dieses Denkschema von spezialisierten Rollen nicht mehr gebunden. Es sei denn, man geht halt auf die Meta und möchte DPS-Jäger werden. Das ist wiederum ein anderes Thema, was sich allerdings nur minimal abwandelt. Denn dort sind nach wie vor die Taktiker immer noch am besten. Egal in welcher Art und Weise. Dies nur als kleine Randerwähnung, da ich immer noch in verschiedenen Foren, Discords und auch Videos und Streams immer noch mitbekomme, dass einige diese Falschinfo verbreiten. Bei der Energieverteilung haben wir die Waffenenergie ganz nach oben skaliert und als zweites die Antriebsenergie. Wir sind Romulaner mit Singularitätskern, da haben wir nicht so viel Antriebsenergie wie bei Warpkernen zur Verfügung, aber wir kommen damit auch zurecht. Ja, und dann würde ich sagen, testen wir das Ganze einfach mal und schauen mal, wie es im Test so läuft. Ja, das war eine schnelle ISA, sehr schnell, lag aber auch daran, dass wir einen sehr guten Spieler dabei hatten, der auch in der DPS-Jagd vertreten ist. Da sieht man mal, wenn so ein Spieler dabei ist, geht das relativ flott. Allerdings hat man auch sehr gut gesehen, dass trotz eines solchen Spielers dabei meine Scimitar durchaus in der Lage ist, bei ISA, allerdings auch bei ISE, weil wie gesagt, wir fliegen hauptsächlich mit meinen Schiffen Elite, mitzuhalten. Also zumindest mal so weit mitzuhalten, dass man sagen kann, okay, man kann damit beruhigt Elite fliegen. Denn wie man sieht, 129k habe ich dennoch gemacht, von daher durchaus zufriedenstellend für ein Themenbild. Allerdings keine Sorge, wenn dieser DPS-Spieler nicht dabei gewesen wäre, wäre deutlich mehr rausgekommen, was ich schon in vergangenen Hans mit dem Schiff durchgeführt habe. Auch vom Flugverhalten her finde ich die Scimitar eigentlich ein recht gutes Schiff, ein recht schönes Schiff. Ja, es ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil sie halt doch etwas, ja, driftet an der einen oder anderen Stelle, kommt halt auch immer drauf an, wie man fliegt. Wie gesagt, 70% des Schadens entsteht durch Piloting. Bedeutet, desto besser euer Piloting ist, desto besser könnt ihr auch Schaden austeilen. Und natürlich, desto schneller ihr seid, also desto schneller ihr beim Gegner seid. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende unserer heutigen Bildvorstellung angelangt von diesem Scimitar-Themenbild. Ich hoffe, das Bild hat euch bis dahin gefallen. Wenn ihr noch irgendwelche Anmerkungen oder irgendwelche Fragen habt, schreibt sie ruhig in die Kommentare. Denkt aber immer daran, dieses Bild nicht einfach 1:1 nachzubauen, sondern wenn ihr dieses Bild baut oder nachbauen wollt, dann passt es auf eure Bedürfnisse, auf euren Flugstil an. Zur Not holt euch Hilfe von erfahrenen Spielern dafür. Denn wie gesagt, dieses Bild ist mein Themenbild. Bedeutet, es ist auf meinen Flugstil und meine Bedürfnisse angepasst. Muss natürlich bei anderen Spielern dann anders, vielleicht ein bisschen anders angepasst werden.
In diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich bin Super Slate, euer freundlicher Let's Player von nebenan. Tüdelü!